Au! Und willkommen zu Fan Talk! Heute mit Doom! Fickt euch! Doch bevor es losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, den Abo-Button zu klicken! Klickt den Abo-Button! Und kommentiert fleißig! Interessiert euch jede Sau! Genau! Wir freuen uns über eure Meinungen, wie die von der schreibt: Erschießt euch, ihr Pisser! Schließt den Kanal mit dem Chat ab, wenn ihr sehen wollt, wie wir uns erschießen! Spenden bitte über Patreon! UNICEF! Kickstarter! Und Organe bitte an! Scheiße, ich kann kein Serbisch! Und ein Shoutout geht raus an den Sponsor der Sendung! Roswitas geiler Hängetittenclub Aachen! Da, wo die Schläuche noch Räume haben! Keine Ahnung, steht hier! Heute geht es um Doom Anal Nation, doch worum geht es in Doom Anal Nation? Ich lese vor! Im dunkelsten Mondsmaß, Wissenschaftler und Portal von Teleportation, ganz Universum ermöglicht. Und die größte Entdeckung der Menschheit entpuppt sie als Tor zur Hölle, na war ja klar. Jetzt obliegt es Lieutenant John Dark und einer Einheit und Marines, die blutsaugenden Bestien zu vernichten und sie daran zu hindern, die Erde zu erobern. Wow! Na dann schauen wir mal rein! They opened up a portal to hell. Wow! Na, das war ein Ritt! Für einen Fanfilm nicht übel! Beowulf, der ist von Universal, hat ein paar Millionen gekostet! Auf Wikipedia steht: Im Januar 2019 wurde bekannt, dass der Film erst im Herbst des Jahres erscheinen sollte. Da Universal sich dazu entschieden habe, die visuellen Effekte nochmal zu überarbeiten. Schlupphose und schenkt uns Universal keine weiteren kostenlosen Filme mehr. Herrgott, ich liebe Universal für Doom Anal Nation. Also ich wusste vor Doom Anal Nation nicht, was eine Erektion ist. Ja, MC, ich leider auch nicht. Wo ist das denn nur deine Meinung zu Doom Anal Nation? Die besten Kulissen seit Star Trek Next Generation. Ausstattung von Toys R Us, Effekte sind in Darkstar besser. Solides Script, billige Umsetzung mit Schauspielern, die bemüht verschleiern, vor den immer gleichen Pappwänden zu acten. Beleuchtet wie ein Fußballstadion auf Kosten der Atmosphäre, aber dafür 4K-tauglich. Satter Ton, feine Anspielungen an das Game, dafür fehlt Humor, Hölle und Skill im Allgemeinen. Kurz, was für eine Scheiße. Oh, verdammt! Solide. Was für eine solide Scheiße. Universal! Sexy! Und deine Meinung? Die besten Kulissen seit Star Trek Next Generation, Ausstattung von Toilet, Effekte, Dark Souls, Lies, billige Schauspieler, Kulissen, 4K-tauglich, satter Ton, geiler Film. Ganz meine Meinung, MC. Ich mochte die Sequenz im Korridor. Welche? Alle! Der ganze Film spielt in einem Korridor. Wow! Ich mochte die Szene mit der Big Fucking Gun. Dr. Betrüger. BJ Blazkowicz aus Wolfenstein. Ich liebe es einfach, Dinge wiederzuerkennen, Mann. Das ist Fanservice. Das ist wie Nuttennuscheln bei Blowjob. Sponsored by Roswitas geiler Hängetittenclub Aachen. Rüstige Gerümpel rubbeln rechtswidrig reife Rentner mit Raufasertapete rallig. In diesem geilen Wohnmobil der Lust. Ja, gibt für alles einen Fetisch, ne? Dein Fazit, MC? Ja, nach 3 Tagen gewöhnt man sich schon an den Ausschlag. Verdammt zum Film, Mann. Großartig, lass uns den Würfel verpacken und dann Kino Plus schicken, die nehmen alles. Gut, dann packe ich noch 2 Euro dazu, dann können die gleich Werbung für uns machen. Ja? Und ich kipp mir jetzt ein bisschen, du Messer, so ein Schlüpper.